Abend. Danke fürs Spiel schon mal. Danke fürs BRC und vor allem, ich möchte anfangen mit der Halle. Heute überragende Stimmung da. Hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, dass es am Ende vielleicht gerechtes Ergebnis war. Wir haben uns natürlich mehr erhofft, nachdem wir eineinhalb Minuten vor dem Ende mit einem Tor geführt haben, Auszeit genommen haben, haben uns den Ende ein bisschen anderes vorgestellt, können am Ende leider kein Tor machen. Aber auch bei Stand 2017, wo Samal dann eine Auszeit nimmt, hatten wir wirklich einen guten Lauf. Dann verlieren wir 4-0 in gefühlt 2-3 Minuten. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinen Jungs. Die haben gekämpft. Wir haben ein hartes Spiel am Donnerstag gehabt gegen Flensburg. Wir haben auch einige Verletzte und Angeschlagene. So, ich bin glücklich und zufrieden mit dem Kampf meiner Mannschaft heute. Wie wir alles reingeworfen haben, natürlich hätten wir gewinnen wollen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein gerechtes Ergebnis am Ende und danke, schönen Abend. Danke, gut, Jamalo Sigurdsson. Jamal, wie hast du das Bergische Derby erlebt? Ja, hallo zusammen. In vielen Dingen ähnlich. Also erstmal tatsächlich danke an die Fans hier heute, die Zuschauer, das war schon geil, das muss man schon sagen. Das hat schon richtig Bock gemacht, richtig Lust bereitet vor so einer Kulisse, aber auch beide Fanlager, auch die VfL-Fans. Und ich glaube, wenn wir da nicht so getragen werden in der Phase, wo wir dann mit 2 oder 3 hinten sind und den 5-0-Lauf starten, das geht schon auch zu großen Teilen auf die Kappe der Fans. Zum Spiel. Ich gebe insofern recht, dass das eine gerechte Punkteteilung ist, das glaube ich auch. Ich ärgere mich aber trotzdem, dass es nur ein Punkt war. Ich glaube, dass wir vor dem Spiel durchaus, also wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, aber durchaus gesagt hätten, okay, in der Form, die Gummersbach besitzt und vor allen Dingen Gummersbach ist einer der Mannschaften, die es schafft, aktuell besser zu performen, als die Summe ihrer Einzelteile eigentlich zulässt. Das heißt, ihr System scheint sehr gefestigt zu sein, sie haben Selbstbewusstsein. War klar, dass das eng wird und wir haben gehofft, dass wir lange das Spiel eng halten können, um dann das glückliche Ende für uns zu haben. Aber man muss einfach auch sagen, dass wir uns in den letzten 10 Minuten mit ein paar Aktionen einfach selber schwächen. Und das ist das, was mich in dem Moment dann, oder was mich so unglaublich ärgert, weil wir wahnsinnig viel investiert haben, weil es auch auf der Bank unglaublich anstrengend war, zu wechseln, Ein- und Auswechslungen zu tätigen, weil wir ganz viel einfach nicht nach taktischen Gründen oder nach Beweggründen der Spielqualität wechseln konnten, sondern einfach mit unseren Kräften haushalten mussten und dementsprechend das die erste Priorität hatte. Und das hat wirklich viel Kraft gekostet für alle und dann belohnen wir uns einfach durch 2, 3 Aktionen, die so nicht gehen, nicht für das Spiel mit 2 Punkten.